US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist in Taiwan gelandet. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses vollzieht den Besuch trotz deutlicher Warnungen aus Peking. Ob sie diesen Stopp auf ihrer Asienreise einlegen würde, war zuvor von offizieller Seite wegen der Brisanz nicht klar kommuniziert worden. Pelosis Aufenthalt gilt als Aufwertung der demokratischen Inselrepublik, deren Unabhängigkeit von China nicht anerkannt wird. Taiwanische Parlamentarier begrüßten den Besuch der US-Demokratin. Die Führung in Peking hatte die USA vermehrt vor diesem Schritt gewarnt und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Noch kurz vor Pelosis Ankunft in Taipeh überflogen chinesische Kampfflugzeuge laut Berichten des chinesischen Staatsfernsehens den Meeresweg der Taiwanstraße.